Hallo liebe Simulatorfreunde und herzlich willkommen zurück zum LS17. Und zwar sind wir hier jetzt hier unten an der Bäckerei angekommen und ich würde da mal den kompletten Raps verkaufen, weil der gerade gutes Geld bringt. Und dann würde ich den jetzt einfach mal hier abkippen. Und ihr seht ja, ich habe jetzt oben wieder ein bisschen mehr Geld. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen Holz verkauft so zwischen den Folgen. Und habe auch ein paar Missionen gemacht auf den Feldern. Weil ich dachte, das ist vielleicht zu langweilig zum Anschauen. Und ich habe jetzt auch gerade konkret kein Thema irgendwie, was ich euch da erzählen könnte. Wir müssen hier ja rechts. Und außerdem haben wir ja im letzten Video haben wir ja gedüngt und so weiter und so fort. Und das habe ich jetzt voll fertig gemacht und habe die Zeit vorgestellt. Wir sind jetzt also schon 2 Tage weiter. Und es ist ja kurz vor 9 Uhr Ingame-Zeit. Und ich denke, dass wir jetzt hier zurückfahren. Und dann können wir das eine Feld nochmal, die Felder nochmal düngen. Also die letzte Düngestufe, die sind jetzt auch schon erntereif, soweit ich gesehen habe. Und dann könnten wir da quasi schon wieder ernten. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Dann werden wir jetzt da mal anfangen wieder zu ernten. Und werden dann, ich habe ja Sojabohnen angebaut und wir werden auf jeden Fall anfangen, dass wir oben die Schweine mal quasi anfangen, das Futter und so weiter reinzufahren. Also dass wir auf jeden Fall die Schweinehaltung, dass wir das jetzt anfangen. Und ja, also ihr seht ja hier schon, ich habe hier schon mal den Düngestreuer habe ich schon mal bereitgestellt. Und den müssen wir jetzt noch kurz füllen. Das werde ich hier kurz anhalten und werde hier mal den Hänger abhängen, beziehungsweise das war jetzt gerade wieder falsch. Wir müssen hier umschalten auf den Hänger, dann werde ich hier mal den Hänger abhängen und hier habe ich schon mal vorsorglich Dünger schon mal gekauft. Hier habe ich es vorbereitet auf unserem Wagen. So, Rückwärtsgang. Hier mal ein bisschen ranzoomen. So, und dann können wir hier mal kurz den Dünger schnappen. So, das war schon mal nix. So. Also dann werden wir jetzt hier fahren. Wir werden hier mal unsere Scheuer füllen. So, dann können wir hier aussteigen und können den gleich mal starten. Und dann werden wir den mit dem Helfer düngen lassen. So, dann können wir hier gleich quasi noch unseren Mähdrescher in Einsatz bringen. Wo haben wir denn den? Den haben wir doch hier oben irgendwo. Ja, hier. So, fahren wir mit dem hier hin. Ja, dann müsste das funktionieren. Dann würde ich jetzt gleich hier mal anfangen. Oben ist ja die Schweinezuchtabteilung. Und mit der würde ich jetzt mal anfangen, das ganze Futter und alles einzulagern. Dass wir dann einfach bloß noch Schweine kaufen müssen. Und einfach jetzt mal in die Schweinezucht einsteigen. Jetzt muss ich bloß mit dem Hintern ein bisschen zurückfahren. Sonst reicht es uns hier nicht. So. Rückwärtsgang. So, da müssen wir dem jetzt sagen, Helfer. So.
Genau, dann können wir jetzt hier gleich wieder abwarten. Dann würde ich sagen, schnappen wir hier wieder unseren Traktor, unseren schönen Fendt. Und stellen wir hier die Palette mal hin. Ne, die machen wir, die räumen wir gleich wieder auf. Dann haben wir nämlich hier unsere ganzen Paletten. Da in der einen, da ist auch noch was drin. Die müssen wir dann auch noch voll leer machen hier. So, stellen wir die hier mal hin. Und dann würde ich sagen, dann schnappen wir hier unseren Hänger wieder. So, dann hängen wir an. Und dann nehmen wir hier, müssen wir ja auf jeden Fall da Sojabohnen und Mais, soweit wir euren Kartoffeln. Kartoffeln haben wir ja noch nicht, das werden wir jetzt dann hier auf dem Feld, hätte ich gedacht, als nächstes anbauen. Dann würde ich ja sagen. Oh, und dann nehmen wir hier Raps, haben wir ja jetzt verkauft. Ich glaube, die Sonnenblumen. Ist das eine gute Idee? Ne, ich glaube, die Sonnenblumen. Ja, Sonnenblumen kann man auf jeden Fall einlagern. Fahren wir mal hier hoch. Und da weiß ich, wo ich sterbe wahrscheinlich voll hier. Dass wir wieder hier sind. Hier geht es ja hoch. Hier wäre auch noch ein schöner Wald, den wir dann abholzen können. Dann sind wir hier schon am Schweinehof. So, dann hauen wir das hier rein. Halt, wir müssen ja I. So. Dann haben wir das jetzt auf jeden Fall mal. Können wir hier mal schauen. Jetzt haben wir hier schon Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen drin. Jetzt bräuchten wir noch Weizen. Das haben wir ja jetzt gerade im Dings. Quasi, das tun wir jetzt gerade ernten. Dann könnten wir die mitnehmen. Gleich hier hoch, gleich hier hoch ein Hänger. So steht der jetzt hier rum.
keine Ahnung. Das müsste doch eigentlich der Helfer voll machen können, oder? Gut, dann machen wir es halt schon selber. Ist ja kein Problem. Müsste doch eigentlich der Helfer müsste doch das machen. Ich weiß jetzt nicht, warum der stehen geblieben ist. Auf jeden Fall werden wir hier dann gleich den abtanken. Und dann werde ich hier nochmal den Helfer ansetzen an den anderen Feldern. Aber gefühlt braucht man, glaube ich, beim ersten Mal am meisten Dünger und beim dritten Mal düngen braucht man jetzt nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir den gedüngt. Also entweder ist hier schon gedüngt oder klappt irgendwas nicht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob hier eine andere Textur ist. Sonst kommen, sonst würde ich sagen, bevor wir hier unseren Dünger verschwenden, lassen wir es lieber. Ja, bevor wir hier den Dünger verschwenden, lassen wir es lieber bleiben. So, könnten wir den jetzt auf jeden Fall mal abtanken. So, wir müssen natürlich auch leeren, ist ja klar. So, haben wir den ab. Jetzt würde ich sagen, dann tanken wir den hier ab. Jetzt lassen wir den nochmal eine Runde fahren. Und ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit einschaltet. Und Daumen hoch und natürlich auch Kritik und natürlich auch Lob in die Kommentare. Und bis zur nächsten Folge. Euer GTA-Rad.